Er hat eine 2. Ich hab die 1. Das ganze Spiel über. Das ganze Spiel über. Nichts einmal die Initiative. Scheiß Würfelspiel. Dennis, dafür hast du dir einen Applaus verdient. Hallo und herzlich willkommen bei Diced. Ich bin Dennis und normalerweise läuft dieses Format hier auf YouTube. Umso mehr freue ich mich, dass Diced ab jetzt jede Woche neu auf Rocket Beans TV läuft und ich hoffe, ihr werdet Spaß haben. Wie der Name es schon sagt, geht es hier ums Würfeln. Um genauer zu sein, geht es hier um Würfelspiele mit Miniaturen, den sogenannten Tabletop-Spielen. Und was das genau ist, das erkläre ich jetzt. Der Name Tabletop kommt daher, dass man das Spiel auf jeder beliebigen glatten Oberfläche spielen kann. Ein Tabletop-Spiel benötigt nämlich kein Spielbrett bzw. keine Spielfelder, da die Bewegung der Figuren je nach Spielsystem mit Maßbändern oder individuellen Maßeinheiten durchgeführt werden. Zum einen kann man das Spiel überall spielen, sei es der Küchentisch, der Fußboden oder eine selbstgestaltete Spielfläche, die auch gleich schon der zweite Vorteil ist. Sollte man nämlich ein Bastler, Kreativer oder einfach nur jemand sein, dem die Optik sehr, sehr wichtig ist, der kann sich hier komplett austoben und eine eigene Spielfläche basteln. Apropos kreativ, einer der wichtigsten Aspekte sind natürlich die Miniaturen. Die sind übrigens auch schuld daran, dass wir immer noch spielen wie kleine achtige Jungs. Die Miniaturen sind das Herzstück eines jeden Tabletop. Das sind Bausätze aus Metall, Plastik oder Kunstharz, welche zusammengebaut und bemalt werden müssen. Für viele ist das der liebste Part am Hobby, da das Malen sehr entspannt und kreativ sein kann. Andere finden es einfach nur scheiße. Im Gegensatz zu einem normalen Brettspiel ist ein Tabletop kein in sich geschlossenes System, sondern kann nach Belieben immer wieder erweitert werden. Jeder Spieler hat seine Sammlung an Figuren, mit denen er gegen die Sammlung des Gegners spielt. Man kann dadurch die Spielgröße nach Belieben skalieren, ob es nun kleine Spiele sein sollen, die in 30 Minuten durch sind, bis hin zu epischen Schlachten, an denen man mehrere Tage sitzt. Je nach Spielsystem natürlich. Je nach Spielsystem? Es gibt also mehrere? Yep. Zum jetzigen Zeitpunkt tummeln sich unzählige Tabletop-Spiele und Figurenhersteller auf dem Markt. Die wohl bekanntesten Spiele sind Warhammer und Warhammer 40.000. Aber daneben gibt es für fast jeden Style und Anspruch viel, viel mehr. Sei es Science-Fiction, Fantasy, Steampunk, historisch, mit großen Figuren, kleinen Figuren, realistischem Design oder eher abgefahrenem Design. Fast alles ist als Spiel oder aber als Sammelfigur erhältlich und dank des Internets gibt es nicht nur viel mehr Pornos, sondern auch viel mehr Tabletop. Das Tabletop-Hobby kann man also gerne als Multifunktionshobby ansehen. Neben dem Spielen, Sammeln, Basteln und Malen besteht für viele Hobbyisten der Spaß an den Hintergrundgeschichten, welche den Spielen einen Sinn geben. Diese sind genauso vielfältig wie die jeweiligen Systeme. Eins haben diese Spiele aber gemeinsam. Es geht immer darum, irgendjemand eins auf die Mütze zu geben. Puh, das war allerdings eine ganze Menge Theorie und ich kann mir schon vorstellen, wie der ein oder andere von euch sich fragt, Digga, was will der Junge? Ich verstehe nicht, was will der Junge da machen? Wie spielt man das, Mann? Kein Problem, um das einfach mal zu zeigen, wie ein Tabletop-Spiel funktioniert, kommt jetzt ein sogenannter Battle Report zu dem Tabletop-Spiel Dropzone Commander, das von vielen Leuten auch als analoges Command & Conquer betitelt wird. Haben wir uns gedacht, spielen wir heute mal Dropzone Commander und zwar direkt nur die Starterbox. Das heißt, wir haben keine großen Armeen uns zusammengebaut, sondern einfach nur das, was in der Starterbox drin ist. Auch mit dem Starter-Szenario, das nennt sich Blitzangriff. Das geht wahrscheinlich ziemlich schnell und wird ziemlich blutig. Ich bin mal gespannt. Also Dennis und ich sind sozusagen schon alte Gegner, man könnte sagen Erzrivalen auf dem Feld der Ehre. Wobei zumeist erst tatsächlich geschafft hat zu gewinnen. Meist nur durch Glück und unfaires Ausnutzen von Regelkenntnissen. Jede der beiden Armeen besteht aus drei Kampfgruppen. Die erste Gruppe bei der UCM und den Scourge besteht aus drei Panzern, die Bodenziele attackieren können. Hinzu kommt ein Dropship, in welchem die Panzer zu Anfang des Spiels transportiert werden. Die zweite Kampfgruppe sind Panzer, welche Lufteinheiten attackieren können, was sie gefährlich für die Dropships macht. Hinzu gesellen sich bei beiden Fraktionen jeweils ein Dropship, welches die Panzer aufs Spielfeld bringt. Die letzte Kampfgruppe ist auch gleichzeitig die wichtigste. Sowohl bei den Scourge als auch bei den UCM ist das die Infanterie. Zweimal drei Teams aus Infanteristen fahren in jeweils zwei Bodentransportern, welche wiederum in einem Dropship geladen sind. Die Infanterie sind so wichtig, weil sie die einzigen Einheiten sind, die Objectives aus Gebäuden bergen können. Denn das ist das Ziel. Wer am meisten Objectives über die eigene Spielfeldkante bringt, gewinnt das Spiel.
Da sich alle Bodeneinheiten extrem langsam bewegen, sind die Dropships ein elementarer taktischer Punkt. Denn nur diese können Bodentruppen aufnehmen und wieder absetzen und sind dabei noch als einzige enorm schnell. Als allererstes bei Dropstone Commander müssen wir gucken, wer die Initiative hat. Dazu würfelt jeder von uns einen Würfel. Stefan. Ich zuerst. Du hast eine 3. Ich habe eine 1. Das heißt, du darfst zuerst eine Kampfgruppe bewegen. Der Spieler, der den Initiativwurf gewonnen hat, aktiviert seine erste Kampfgruppe. Er darf zwei Aktionen ausführen. Bewegen und feuern. Oder halt umgekehrt. Truppen, die aus einem Dropship aussteigen, dürfen in dieser Runde allerdings noch nicht feuern. Danach ist der zweite Spieler mit einer Kampfgruppe an der Reihe. Bei Dropzone Commander werden im Gegensatz zu anderen Tabletop die Armeen nicht im Vorwege aufgestellt, sondern fliegen in der ersten Runde direkt über die eigene Spielfeldkante rein. Dadurch ist das Spiel schnell vorbereitet und gewinnt enorm an Fluss. Du willst beide Transporte? Ja, natürlich. Stefan und Dennis brachten sich in der ersten Runde nur in Position. Dennis hat dabei einen sehr wichtigen Fehler gemacht. Er hat seine Infanterie nicht in ein Gebäude geladen, wodurch Stefan eine Runde Vorsprung beim Suchen des Objectives hat. Ich fange mal mit den Panzern, den Sabern, wie wir gelernt haben, an. Die fahren jetzt. Rechte Sicht, dass ich jetzt vergessen habe. Erstmal diese vier Zoll nach vorne, die dürfen ja da noch schießen. Ja. Das sind drei Panzer mit jeweils einem Schuss, sind drei Schuss. Und ich treffe schon auf 2+ damit. Im Profil des Modells bzw. der Waffe kann man ablesen, welcher Mindestwurf benötigt wird, um den Gegner zu treffen. In diesem Fall auf 2 oder höher. Zwei Stück. Zwei Treffer. Das kann vollkommen ausreichen. Die Würfel, die getroffen haben, werden erneut geworfen, damit man dem Ziel auch Schaden zufügt. Dafür vergleicht man den Energiewert der Waffe mit der Panzerung des Ziels. Das zu werfende Würfelergebnis zeigt dann die Tabelle an. Dadurch kann man ganz gut abwägen, welche Waffe gegen welches Ziel am effektivsten ist. 3 oder höher musst du würfeln. Ja, das sind... Einer. Ein Schaden. Ha! Ja, das freut mich, weil ich habe 2 Lebenspunkte. Ein Modell scheidet aus dem Spiel aus, wenn es keine Lebenspunkte mehr hat. Eine Verwundung ist normalerweise der Abzug von einem Lebenspunkt. Dennis Transporter hat zum Beispiel 2 davon. Hier hin. Das fliegende Meme. Dahin. Und ich feuer mit meinen Huntern auf deine Saber. Ha! Ein Schuss auf die 2+. Na, dann machen wir. Das sind alle 3. Hm. Das heißt, ich muss würfeln 2, 3, 4, 5 und 6. So, habe ich geschafft. Dann treffe ich dich auf die 4, verwunde ich dich auf die 4+. Ah! Einer. Ja, dann mein Panzer hat nur einen Hilfspunkt. Dann ist der jetzt kaputt. Dann aktiviere ich meine Kampfgruppe mit den Legionären. CLC ist jetzt erstmal durch die Gegend laufen im Gebäude und die suchen da das Gummihuhn. Ja, auf einer 6+ findest du das Objective. Wenn sich die Infanterie in einem Gebäude mit einem Objective befindet, kann sie danach suchen. Die Größe des Gebäudes gibt die Schwierigkeit an, das Objective zu bergen. Stefan hat zum Beispiel hier ein großes Gebäude, weshalb er in der ersten Runde der Besetzung eine 6 benötigt. Ersten Squad. Nö. Und der zweite Squad. Nö. Ja, nee, haben sie versagt. Ja. Gut, jetzt können die aus dem Gebäude, glaube ich, noch rausschießen. Richtig. Du musst ja aussuchen, welcher Squad in welche Richtung fährt. Genau. Dann schießen die auf einen deiner Panzer. Ja. Auf den da. Ja. Den finden wir doof. Ich treff. Jawohl. Panzerung. Und Panzer, ich habe eine Stärke von 9, also Energie 9. Panzerung habe ich von 8. Nein, ich habe eine 5 gewürfelt. Sollte, glaube ich, eine. Da habe ich Schaden gemacht, ja. Hast du Schaden gemacht? Ja. Dann, er hat einen Lebenspunkt, zerstörst du mir einen Panzer. Ausgezeichnet. Dann werde ich mal hier meinen Infanteristen reinsetzen. Und zwar nur einmal. Der andere bewegt sich weiter. 6+3, also 9 Zoll. Der ist ziemlich schnell, der steht dann hier. Ich aktiviere die Kampfgruppe meinen Saber-Autos. Saber-Rider. Saber-Rider-Auto. Und der Star-Sheriff. Saber-Rider-Auto-Sheriff fährt jetzt mal hier hin. Brum, brum, brum. So, und die schießen jetzt beide mit 24 Zoll auf deinen entfleuchtenden Schnoddertransporter. Da kommen die auch ran. Ach so. Ja, pass mal auf, jetzt knallt das. Ich treffe auf die 2. Auf die 2. Peng. Eine 1, eine 2. Meier. Rotz. Stärke 10. Oh, bam. Okay, krieg ich ein völliges Leben. Das wäre ja schön, wenn ich dir jetzt weggepustet hätte, ja. Aber es sollte halt so nicht sein. Aber pass auf, ich habe hier so ein Flugzeug, ja, das will das jetzt wissen. Hm? Das weicht dir dem anderen ollen Flugzeug aus. Aber noch ein Leben jetzt. Und schießt mir Raketenwerfer in ja, seinen ja, Fliege-Ding da. Das wird doch nichts. Ja, dann pass auf. Das wurde bisher nichts, das wird ja, ich treffe auf die 3. Ja, getroffen. Oh, ja. So, ich habe eine Stärke von 8. Ja. Ich würfe einfach mal was. Ah, eine 5, das sollte reichen. Panzerung von 8, 5, oh, ja, badaboom. Ja. Wenn ein Transporter zerstört wird und sich noch Truppen in ihm befinden, muss gewürfelt werden, was mit diesen bei der Zerstörung des Fahrzeuges passiert. So, hier Truppentransporter.
Erst die 3. So, das heißt schwerer Schaden. Der Transport ist ein völliges Wrack. Jeder Einheit in seinem Inneren wird bei einem Wurfergebnis von 4 plus zerstört. Okay, jetzt würfel ich. 1, 2, alle sind zerstört. Das hast du gut gemacht. Damit ist das Spiel eigentlich für mich gelaufen. Ja. So, okay, ich bin dran. Als allererstes die hier. Du hast ja nur die Streifen. Die suchen einmal. 4 plus? Ja. 4 plus und ich finde das Objective. 6. Ich hab's gefunden. Hey. Das heißt, die Jungs nehmen das Objective, steigen hier ein. Ja. Und der fährt weg wie ein wilder Irrer. Obwohl, wir machen es noch viel besser. Der steigt hier ein. Und der steigt hier ein. Oha. Und dann fliegt er weg. Das ist ja. Mit 12 Zoll. Dann ist mein Flieger jetzt hier. Und hat da den. Und der hat den Transporter drin. Und da sind nämlich meine Infanteristen. Mit dem Objektiv drin. Beide Spieler haben am Ende der dritten Runde ein Objective geborgen und befinden sich damit zurück in die Zielzone. Stefan dominiert zwar das Spielfeld, hat aber nichts in der Nähe, um Dennis sein Dropship abzuschießen. Wer wird also das Spiel am Ende der sechsten Runde gewinnen? Das erfahrt ihr gleich. Nun habt ihr mal gesehen, wie so ein Tabletop-Spiel funktioniert und natürlich sind euch auch die ganzen Figuren aufgefallen, mit denen wir gespielt haben. Und was soll ich sagen? Ihr müsst jetzt ganz, ganz stark sein. Denn die Figuren werden so nicht ausgeliefert, sondern müssen vorher noch bemalt werden. Ja, ich versuche euch jetzt einfach mal die Angst vom Bemalen zu nehmen, indem ich euch eine Bemaltechnik zeige, mit der ihr richtig schnell, super einfach, ganz, ganz tolle Malergebnisse erzielen könnt, ohne überhaupt irgendwelche Erfahrungen haben zu müssen. Das Besondere an dieser Maltechnik, die ich jetzt verwende, ist, dass man Trockenzeiten außen vorgenommen, 10 bis 15, maximal 20 Minuten für so einen Panzer braucht und dass man in keinster Weise überhaupt nicht und nie und nimmer nicht malen können muss. Als allererstes nehmen wir also eine Farbe, die so ein bisschen mehr ins Oliv reingeht und trockenbürsten den Panzer komplett. Ich empfehle definitiv einen einigermaßen großen Trockenbürstpinsel, nicht so einen kleinen, wie ich hier habe. Das dauert stundenlang. Und da auch keine Scheu, wirklich Farbe ordentlich rüberbürsten. Wichtig ist aber, dass trocken gebürstet wird und nicht zu viel Farbe drauf ist. Wenn wir das jetzt gebürstet haben, kommt der nächste einfache Schritt und zwar waschen wir das Ganze jetzt mit einem schönen Braun. Und da brauchen wir auch nicht geizen, sondern richtig dick rauf die Farbe. Wichtig ist, dass sie gleichmäßig aufgetragen wird. Und das ist auch der Schritt, der am allerlängsten dauert. Nicht das Auftragen, sondern die Wartezeit, bis es trocken ist. Das Schöne an dieser Technik ist allerdings, dass man die nicht nur für die kleinen Sherman-Panzer bei Flames of War einsetzen kann, sondern tatsächlich auch für größere Modelle, wie zum Beispiel fürs Imperium bei Warhammer 40.000. Oder wenn ihr einen Eiffelturm zu bemalen habt, ist das eure Technik. So, wenn der Panzer getrocknet ist, das dauert bei der Masse an Farbe, die wir raussetzen, tatsächlich bestimmt so eine halbe bis dreiviertel Stunde. In der Zeit kann man natürlich andere Panzer bemalen. Sieht ja nachher so aus. Ich finde, das macht aufgrund der Größe des Panzers schon eine ganze Menge aus und kann theoretisch, finde ich, schon damit spielen. Dann nehmen wir nochmal den Turm ab, um den Körper weiter zu malen. Und wir bürsten das Modell nochmal mit der gleichen Farbe, wie wir es eben gebürstet haben. Wodurch wir ein bisschen den plastischen Effekt erhöhen. Auch nach da können wir das wieder rigoros machen. Wir brauchen nicht zimperlich sein. Denn wenn wir hier ein klein bisschen übermalen mit einem richtig trockenen Pinsel, verstärkt das nur einen gewissen Schmutzeffekt. Und Panzer sind ja, wenn sie mit in der Schlacht sind, nicht unbedingt sauber. Außer mein Panzer, der hat nämlich eine Sprinkleranlage eingebaut. Als nächstes nehmen wir wieder unseren Trockenbürstpinsel und nehmen eine Knochenfarbe und bürsten wieder. Allerdings bürsten wir jetzt nicht den ganzen Panzer, sondern gezielt Kanten. Dadurch heben wir tatsächlich die stärksten Merkmale des Panzers nochmal hervor, ohne dass er gleich zu hell wird. Das ist ein sehr, sehr schöner Effekt, vor allem ist der sehr dezent, aber dennoch wirkungsvoll. So, als nächsten Schritt bemalen wir die Ketten komplett in Schwarz. Das zeige ich jetzt aber mal nicht, weil mit einem normalen Pinsel aber Schwarz auftragen, das könnt ihr. Stattdessen gehen wir sofort zum nächsten Schritt und zwar machen wir den Panzer ein bisschen dreckig. Und zum Schluss bürsten wir wieder und zwar in unterschiedlichen Brauntönen. Wir wollen ein bisschen Schmutz haben und der soll vorzugsweise natürlich, wenn der Panzer durch die Gegend fährt, von unten kommen. Und deswegen bürsten wir die unteren Teile mit einem dunklen Braun einmal. Nicht zu stark. Da möchte man natürlich auch hier oben noch ein bisschen was, als ob da was hochgespritzt ist von der ganzen Farbe. Dadurch kriegt das Ganze einen schmutzigeren und dreckigeren Look. Und wenn man mit dem dunklen Braun durch ist, bürstet man an den gleichen Stellen noch einmal mit einem helleren Braun.
Allerdings sollte man da weniger bürsten. Je heller die Farbe, desto weniger sollte man davon nehmen. Als letztes muss man noch die kleinen Teils anmalen, wie zum Beispiel den Hammer oder den Spaten. Natürlich die Metallteile in Metall und die Griffe natürlich in Braun zum Beispiel, je nachdem, was ihr wollt. Aber im Großen und Ganzen wären wir jetzt fertig. So, das war's jetzt vom Maltisch und ich hoffe, ich konnte eure Skepsis dem Malen gegenüber ein klein bisschen aufweichen und ihr habt vielleicht auch Bock drauf bekommen. Aber bevor ihr euch jetzt Pinsel und Farben besorgt, denke ich mal, schauen wir doch nochmal zurück in das Spiel zwischen Stefan und mir und gucken mal, wie das denn so ausgeht. In Runde 4 und 5 sicherte Dennis das Objective und zerstörte den Transporter mit dem Objective von Stefan, wodurch dieser gezwungen war, seine Infanteristen in einen anderen Transporter umsteigen zu lassen. Dies kostete ihn Zeit, da ein Transporter sich nur die Hälfte seiner Bewegungspunkte bewegen darf, wenn er Truppen in diesem Zug aufnimmt. Im Gegenzug zerstörte Stefan fast die komplette Armee von Dennis, bis auf einen einzigen Luftabwehrpanzer und natürlich dem Dropship, welches mit dem Objective geflohen ist. Ja, Initiative, komm! Er hat 2. Ich hab die 1. Das ganze Spiel über. Das ganze Spiel über. Nichts einmal die Initiative. Scheiß Würfelspiel. Dennis, dafür hast du dir einen Applaus verdient. Ja, danke. Warte, ich weiß nicht, was juckt hier so. Infanterie. Meine Infanterie-Jungs, fangen wir an. Ja, guck mal, das sind... Die können sich 2 Zoll bewegen, ne? Wieso das? Die Infanterie? Der Panzer? So. Aber der Panzer kommt trotzdem nicht raus. Da fehlen irgendwie... Das sind 1 cm. Ja, komm näher an. Scheiße. Oh. Ich mach ja nix. Oh. Dennis gewinnt das Spiel somit mit einem gesicherten Objective. Also mein erster großer Fehler war, ich hätte mit meinem Truppentransporter nach vorne gemusst und anstatt, dass ich mich auf ein Gebäude konzentriere, hätte ich tatsächlich, weil sie ja so schnell sind, beide Truppentransporter in 2 unterschiedliche Gebäude reinschicken können. In das mittlere und in das linke, wo ich dann ja auch war. Und hätte da sofort nach den Objectives suchen können. Ja, 6. Runde, das Spiel ist vorbei. Ich habe tatsächlich verloren. Obwohl ich in jeder verdammten Runde eine Initiative hatte, obwohl ich in jeder verdammten Runde seine scheiß Einheiten vom Feld gepustet habe, hat das tatsächlich geschafft und ich glaube, das war auch nicht regelkonform. Mit so einem blöden Objective-Marker vom Feld zu düsen und das tatsächlich noch zu retten. Aber egal, irgendwie hat sich dann ja doch alles zum Guten gewendet. Dropzone Commander ist ein schnelles und dynamisches Spiel, bei welchem es gleich zu Beginn direkt zur Sache geht. Aufgrund des missionsbasierten Spieldesigns bietet das Spiel viel Taktik und jede einzelne Einheit ist sinnvoll. Gerade die Starterbox bietet da einen sehr schnellen und unkomplizierten Einstieg. Die eingeschränkte Bewegung der Bodeneinheiten forciert das Spiel auf die namensgebenden Dropships, was uns sehr gut gefällt. Allerdings kann ein kleiner Fehler in der Anfangsphase des Spiels einen den Sieg kosten, da Geschwindigkeit und Timing viel wichtiger sind als pure Feuerkraft. So, das war sie schon. Die allererste Folge von Diced auf Rocket Beans TV ist vorbei. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich konnte euch dem Hobby ein klein wenig näher bringen. Solltet ihr weitere Fragen haben oder ihr wolltet mehr Videos zum Tabletop sehen oder irgendwelche weiteren Informationen haben, dann addet Diced doch gerne bei Facebook oder besucht meinen YouTube-Channel von Diced. Dort gibt es weitere Videos zum Hobby. Mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer tschüss, bis nächste Woche hier bei Rocket Beans TV. Und ich gehe jetzt am besten mal in die Sonne. Tschüss!